der ja auch noch getroffen hat, in Überzahl den Game-Winner erzielt hatte gegen die Ravensburg Tower Stars. Und jetzt wieder Vorcheck, Carter Proft, jetzt die erste richtige Torschuss, ein Pfosten da, rettet und die Scheibe, jetzt ist sie drin. Carter Proft bleibt noch im Pfosten hängen, stochert nach und stochert die Scheibe auf eben jeden Phil Hungerecker, der da anknüpft, wo er am Sonntag aufgehört hat, mit dem Tore schießen. Da sehen wir es nochmal, Hungerecker stochert nochmal nach und dann ist die Scheibe an Hannibal Weizmann vorbei. Im Netz zur Führung der Huskies, die also ihre erste Chance hier eiskalt nutzen. Ja, zwei Fehler in der Abwehr der Eislöwen. Zum einen Carter Proft völlig frei und dann bekommt Phil Hungerecker nochmal den zweiten Versuch und er bedankt sich dann artig mit dem 1:0. Also da haben die Eislöwenverteidiger zweimal ihre Gegenspieler aus dem Auge gelassen. Frühe Führung für die Huskies nach gut zwei Minuten. Mirko Sacher am rechten Flügel. Schöner Pass von Sacher und die Scheibe geht an den Querbalken. Die Riesenchance auf den Ausgleich. Aber da haben die Dresdner schon gejubelt. Und ich denke mal, bei der nächsten Unterbrechung wird es da den Videobeweis geben. Ja, signifikant für mich, da haben zwei Dresdner gejubelt. Aber gerade derjenige, der die Scheibe geschossen hat, nämlich Hemmelein, der hat nicht gejubelt, sondern ist gleich weitergefahren. Schauen wir trotzdem mal. Natürlich guckt er sich das Video an. Genau, Erik Daniels, da muss er auch nicht zu den Bänken fahren, da wissen beide Trainer, um was es genau geht. Wir schauen es uns nochmal an jetzt. Da sehen wir, Cook jubelt und jetzt bekommen wir die Auflösung. Das war mir jetzt gerade zu schnell, Max, was sagst du? Ich glaube, ich muss es auch nochmal sehen. Ja. Tor. Oh, die Scheibe ist drin. Der ist drin, der zählt, genau. Da sehen wir es ganz eindeutig im oberen Eck jetzt sozusagen. Also der ging dann wohl unter die, das kann man auch von oben nicht so genau sehen, aber der ging wohl unter die Latte und dann rein. Insofern der Indikator, dass zwei Dresdner direkt gejubelt haben, der war da richtig. Ja, und Wille Hemmelein, Lane war es, glaube ich, der Torschütze ist. Genau, er gibt ihn. So sieht's aus. Also Postwenden sozusagen, der Ausgleich. Keine drei Minuten gespielt. Und da haben wir den Mann. Achtes Saisontor für den finnischen Mittelstürmer. Bojachinov, der sich die Scheibe etwas zu weit vorlegt und dann ist sie wieder weg. Rumensch auf Marius Garten, den schnellen Mann. Da kommt Pat Baum und da ist er wieder drin. Und das dürfte Brandon Cook gewesen sein, der abgefälscht hat. Oder es war ein Kassler. 2:1 für die Dresdner Eislöwen. Das erinnert gerade alles so ein bisschen an den Sonntag. Die Huskies in Führung gegangen und schnell danach 2:1 hinten gelegen. Auch da vier Leute rutschen vor das Tor, verlieren hinten. Ein Dresdner aus den Augen. Jetzt müssen wir vielleicht die Übertorkamera bemühen. War wohl eher Stefanos, oder? Wäre dann also das zweite Spiel in Folge mit dem Eigentor von den Huskies. Mach mal gut. Oh, der ist gefährlich, weil er abgefälscht ist und dann auch noch springt. Aber Weizmann löst das auch wieder sehr gut. Und jetzt wieder schneller Gegenzug über Rajala. Rajala. Oh, Keller unsicher und da ist er drin. Da ist er wohl drin. Videobeweis. Aber und keine Entscheidung. Was sagt er? Er muss sich ja eigentlich erstmal entscheiden, Tor oder nicht. Er sagt Videobeweise, normalerweise muss er sagen. Aber eigentlich muss er erstmal sagen, Tor oder kein Tor. Ja. Das wäre das Grundlegende für einen Videobeweis. Ja. Ja, und die Huskies, sie fahren auch gleich hin und wollen erstmal wissen, was war es denn jetzt eigentlich? Was ist denn die erste Entscheidung? Meiner Meinung nach Tor, weil Markus Keller sich das Ding selbst reinlegt. Schauen wir nochmal drauf. Da ist er, oh, ist das bitter, auf dem Rücken, tanzt die Scheibe. Ja, und dann arbeitet er selbst rein. Also die Frage ist halt, wann ist die Scheibe über die Linie? Ist sie schon über die Linie, als das Tor aus der Verankerung ist? Und ich sag ja. Aber nichtsdestotrotz, ohne sich da jetzt festlegen zu wollen, muss natürlich der Schiedsrichter sich erstmal festlegen.
Ich wollte damit nur sagen, also man kann ein Tor auch geben, selbst wenn das Tor verschoben ist. Das wollte ich das damit sagen. Kannst du, glaube ich, dann, wenn das Tor mit Absicht verschoben wird, das wäre jetzt die andere Frage, okay, worauf ich jetzt noch gar nicht geachtet habe, ob das denn eigentlich von den Huskies verschoben wurde oder Auslöser in diesem Fall ein Dresdner war. Das können wir uns hier mal angucken. Ja, da kommt erstmal der Schiedsrichter und da gibt das Tor. 3:1 für die Eislöwen. Richtig. Also der Videobeweis liegt klar aufgunsten der Gäste heute, aber wie gesagt, zweimal auch absolut zu Recht. Und das ist einfach Pech aus Markus Kellers Sicht. Da greift er ein bisschen daneben und dann tanzt ihm die Scheibe vom Kopf über die Schulter auf den Rücken und dann ins Tor. Bisher fehlte ihm das ein oder andere Mittel gegen diese kompakte, sicherstehende Defensive der Gäste. Ja, und ein Mittel, das fehlt, den Huskies anscheinend noch in diesem Drittel. Denn es dauert grandiose 10 Sekunden, bis die Eislöwen auf 4:1 erhöhen. So, Marius Garten war der Torschütze. Trockener Schuss. Und es war die erste Reihe der Eislöwen. Wir sehen, was nochmal durchgesteckt und Garten. Und da kann, ich glaube, ja, Esa Lekon ist derjenige, der den Schuss nicht blocken kann. Garten macht das ganz trocken. Ja, ins lange Eck. 1:4 für die Dresdner und das wird jetzt ganz hart für die Huskies. Bei den Huskies auf der Bank, da macht sich Mirko Pankowski jetzt bereit. Zauner mit dem 5:1 und Pante sieht da auch nicht gut aus jetzt. Also bei den Eislöwen, da fallen die Dinger dann heute rein. Und Sebastian Zauner, der trifft nicht oft. Das dürfte erst sein zweites Saisontor gewesen sein. Hier sehen wir es nochmal. 3-3, Rayala mit dem Rückhandpass. Und Pante, entweder geht er ihm über die Schulter oder an der Fanghand vorbei. Ja, der geht über die Schulter und er greift gleich daneben. Macholder. Und Artus Krumic, die Eislöwen, Hemmelein in der Formation, Krumic, da ist er, was du angekündigt hast, 6:1 für die Eislöwen. Und Krumic, nachdem er eben in diesen letzten 10 Spielen nur einmal getroffen hat, holt er sich jetzt ein bisschen Selbstvertrauen zurück, macht das gut und setzt ihn direkt in den Winkel zum 6:1 für die Gäste. Erstmal Eisreinigung angesagt. Gegenstände aufs Eis geflogen. Ich glaube, vom Saisonverlauf her werden den Huskies der ESV Kaufbeuren am liebsten gegen die Mannschaft, gegen die man dreimal gewonnen hat. Da ist er drin. Na bitte, Adriano. 2:6. Und das ist das, was ich gewünscht habe. Einfach nochmal aufs Scoreboard zu kommen, nochmal den ein oder anderen Torerfolg zu haben. Schauen wir nochmal drauf. Fehlpass von Thomas Schmidt. Und dann wird er schnell geschaltet. Michi Christ mit dem schnellen Pass vors Tor. Und dann Caciola, schneller Abschluss. Weizmann verliert da so ein bisschen die Übersicht diesmal. Sehen wir gleich, geht rüber, ist dann schon im Spagat drin und kann es dann nicht mehr richtig wehren gegen diesen Schuss. Marco Müller, Alex Lambacher. Ja, Marco Müller, da bricht ihm der Schläger, das kommt jetzt auch noch hinzu. Jetzt kommt Rinkin gegen 4. Rinkinen, oh, macht er das stark, 7:2. Aber es passt so ein bisschen ins Bild aus Kasseler Sicht, dass dem Marco Müller da beim Stockschlag der Stock bricht. Und dann ist Rinkin bei seinem Comeback nach langer Pause auch zur Stelle. Und macht das dann stark. Da jagen ihn 4 Schlittenhunde. Und dann lässt er Pantowski sehr stark aussteigen. Und trifft zum 7:2. Ja, es ist ein ziemlich gebrauchter Tag heute für die Huskies. Verzögert er lang.
Und dann ist eben die Ecke frei. Und am Sonntag dann kommt es nochmal zum Aufeinandertreffen zwischen den Huskies und den Bietigheim Steelers. Das in Bietigheim. Und dann wird es hier auch nochmal darum gehen, für die Huskies ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben in dieser Saison. Oh, was ein Strich von Zauner. Der trifft zum zweiten Mal am heutigen Abend und mit seinem dritten Saisontor. Also 8:2 für die Dresdner Eislöwen. Schauen wir nochmal drauf. Also das ist ein Abend, bei dem da geht alles wirklich komplett in den Winkel. Und wie gesagt, Zauner ist jetzt nun wahrlich nicht als Torschütze bekannt. Aber heute schnürt er den Doppelpack. Herr Pankowski sieht die Scheibe überhaupt nicht kommen. Mit dem Verkehr vor dem Tor. Und er steckt auch haargenau oben im Kreuzeck ein. Auf Kasser Seite ist noch mal Scheibenbauer vor, wenn diese Partie vorbei ist. Also 2:8. Ein deutliches Ergebnis, was jetzt nicht unbedingt abgezeichnet hatte. Das war's. Da gibt es jetzt noch mal kleine Diskussionen, weil der Torschuss noch mal kam von Austin Weitschuss. Aber das ist geschenkt. Zum Spiel ist alles gesagt. Verdienter Sieg für die Dresdner Eislöwen, die ja, vor allem in den ersten 40 Minuten überlegen waren,